Hey und herzlich willkommen zu meinen Witchery Tutorials. Wie ich euch letztes Mal schon angekündigt habe, wollte ich dieses Mal so ein bisschen uns Anziehsachen craften, damit wir halt so ein bisschen mehr Hexe sein können. Und was wir dafür brauchen, ist zuallererst mal Impregnated Leather. Und das ist an sich nicht schwer zu machen, aber man braucht recht viele Materialien dafür. Und zwar jede Menge Leder natürlich. Und man braucht jeweils einen Diamond Vapor und viermal Wolf of Magic, eben hier so angeordnet. Also Wolf of Magic jeweils in die Ecken und Leather dazwischen. Und dann einen Diamond Vapor in die Mitte. Diamond Vapor bekommt ihr, wenn ihr Diamanten destilliert. Müsst ihr mal ins Destillierbuch gucken oder bei meinen Tutorials irgendwo ist das auch bei, wie man das macht. Also, ja. Ist an sich nicht schwer zu bekommen, ist halt nur traurig, dass man den Diamanten da verschwenden muss. Da machen wir direkt mal eine Menge von. Das werden wir nämlich brauchen. Und dann brauchen wir noch vier, keine Ahnung, wie viel ich davon brauche. Mache ich erstmal vier Stück. Und zwar müssen wir jetzt aus Heu Gold spinnen, wie man das in den Märchen so schön hört. Und zwar brauchen wir dafür auch einen Whiff of Magic für jedes. Und oh, da kommt sogar recht viel raus. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da kommt immer nur einer raus. Vielleicht reichen dann sogar zwei, also insgesamt sechs Stück. Und zwar bekommen wir dann halt eben diesen Golden Thread am Ende raus. Und können dann daraus ein bisschen was machen. Und zwar machen wir als erstes mal den Head. Ich habe mir sogar das Rezept gemerkt, unglaublich. Und zwar brauchen wir dafür vier von diesen Impregnated Leather und eben zwei Golden Threads hier an der Seite und unten einmal Glowstone Dust. Und dann haben wir einen Original Pointy Head. Ja, es gibt halt eben eine 35-prozentige Chance, dass man noch ein zusätzliches Gebräu rausbekommt, wenn man eben am Brauen ist. Und dann ziehe ich meine Thumbcraft-Sachen aus. Obwohl, die kann ich erstmal noch anlassen. So, da haben wir jetzt ein hübsches kleines Hütchen. Okay, sieht ein bisschen blöd aus, muss ich zugeben, aber es ist halt eben ein Hexenhut. Oder zumindest soll es das darstellen. Ja. Haben wir auf jeden Fall unseren Hut. Und weiter geht es dann jetzt. Na, was machen wir zuerst? Machen wir erst die Slippers oder die Robe? Ich glaube mal, wir machen erstmal die Robe, die ist nämlich einfacher zu machen. Ja, das wollte ich nicht. Da brauchen wir nämlich nur, in Anführungszeichen, jede Menge Impregnated Leather, ein Creeper Heart und wo habe ich es hingetan? Da. Nur habe ich die natürlich falsch rum angeordnet. Genau so. Also hier außenrum das Leder, dann in die Mitte ein Creeper Heart. Ist recht schwer zu bekommen, weil Creeper explodieren. Aber theoretisch in Direwolf 20 droppen die unter Umständen so ein Creeper Heart. Ihr könnt wahrscheinlich die Droprate auch erhöhen, indem ihr wieder mit einem Artana angreift. Aber ansonsten, ja, einfach so viele Creeper töten, bis ihr mal endlich irgendwas gedroppt habt. Und dann halt eben oben noch so einen Golden Thread. So. Dann haben wir eine hübsche kleine Robe. Wieder plus 35% Chance, dass ihr noch ein Brew dazu bekommt. Und die Creepers ignoren uns. Ja, also, ne, ihr wisst, was ich sagen will. Sie greifen uns halt nicht an. Genau, und da habe ich jetzt so eine hübsche Robe an. Gucken wir uns nochmal von außen an. Oh, wir sind so unglaublich fancy. Ja, das war dann auf jeden Fall schon mal die Robe. Dann, was als letztes noch übrig bleibt, sind die Slippers. Die sind interessanterweise das Schwerste, was man machen kann. Wir brauchen wieder ein Creeper Heart dafür, aber
diesmal ein ziemlich krass cooles irgendwie. Also ich finde zumindest, dass das Bild echt cool aussieht. Es ist ein Frozen Heart. Ihr braucht dafür eine Icy Needle. Die bekommt. Wow. Oh, ich habe vergessen, dass die Teile da rausfallen. Die bekommt ihr hier von diesen Snowbells. Wenn ihr die abbaut, droppen die manchmal solche Icy Needles. Und eine Gastier. Das ist natürlich halt ein bisschen uncool, weil man in den Nether muss und Gast töten muss und aufpassen muss, dass dann nicht die Tiere auch noch in Lava fällt. Also, ich bin kein Freund von Gasts töten. Aber ja, muss man halt eben, ne? Und dann bekommt man am Ende dieses Frozen Heart dabei raus. Ja, dann nehmen wir das mal, würde ich sagen. Und tun das hier in die Mitte. Und dann geht es weiter mit dem teuren Zeug. Und zwar brauchen wir hierfür direkt zwei Diamond Vapors. Also einen ganzen verschwendeten Diamanten, mehr oder weniger. Und natürlich nochmal ein bisschen von dem Leder. Und oben müsste, glaube ich, genau ein Golden Thread hin. So sieht das dann aus. Und da haben wir dann unsere kleinen Icy Slippers. Die sind ziemlich cool. Also ihr seht schon da der Effekt. Freezes nearby water and turns lava into obsidian. Das ist ziemlich cool. Weil, naja, dann könnt ihr einfach durch den Nether laufen und Lava interessiert euch nicht so wirklich. Das hat also schon ordentlich Stil, auch wenn die jetzt nicht so toll aussehen, aber gucken wir mal. Obwohl, das Wasser möchte ich nicht freezen. Das soll Wasser bleiben. Aber, oh, ich bin nicht mehr so schnell. Das ist so ein Unterschied zwischen den Thaumcraft-Schuhen und dem normalen rumgelaufen. Aber gucken wir mal, ob wir das Wasser freezen können. Das wäre natürlich echt praktisch zur Fortbewegung. Na? Hahaha, wie cool. Ja, es ist sogar schnell genug, wenn man hier drüber slidet, dass man tatsächlich nicht runterfällt. Das ist cool. Okay, haben wir irgendwo hier noch Lava? Das mit dem Obsidian würde ich echt gerne ausprobieren. Ich habe mir nämlich diese Slippers noch nie selber gemacht. Ich habe nur bis jetzt davon gelesen gehabt. Aber das hat natürlich echt Stil, halt vor allem für den Nether. Wir hätten natürlich auch einfach in den Nether gehen können. Es wäre natürlich bitter, wenn ich jetzt hier sterbe, wenn ich da einfach so drauflatsche. Ah, vertraue ich diesen Schuhen? Ah. Das ist immer so heikel. Ich tu mal so die wichtigen Sachen. Schmeiß ich mal hier raus eben. Und dann hole ich mir die ansonsten wieder, wenn ich hier sterben sollte. Weil das macht mir echt Angst. Einfach so auf. Ah, todesmutig. Es hat funktioniert, okay. Ja, es ist irgendwie nicht so cool, in Lava zu springen. Aber irgendwie hätte ich die ganze Zeit mega Angst, dass das dann vielleicht doch nicht funktioniert oder laggt oder irgendwas. Aber das ist natürlich auch eine echt coole Möglichkeit, um Obsidian halt zu bekommen. Weil man dann nicht mit seinem Wasser und sowas rumexperimentieren muss, sondern halt wirklich einfach mit den Slippers sich hier reinstellt und einfach die Sachen unter einem abbaut. Und wenn da wieder Lava ist, dann kommt halt noch mehr Obsidian. Das ist ziemlich cool. Jetzt müsste man nur irgendwas bekommen, womit man schneller Obsidian abbauen könnte, damit das alles nicht so nervig ist. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr praktische Sache. Jetzt sammle ich mal eben schnell meine Sachen wieder ein. Habe ich die weggeworfen? Wobei ich jetzt trotzdem erstmal wieder meine schnellen Schuhe anziehe. Weil die sind doch etwas schneller als die anderen. Aber das ist auf jeden Fall eine echt coole Sache. Also ich muss sagen, das gefällt mir. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass die so krass sind. Aber wie man gesehen hat, die hatten jetzt keine Verbesserung der Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie was gedroppt oder dass man zusätzliche Brews bekommt. Also die haben nur in Anführungszeichen dann den Effekt mit dem Wasser und dem Obsidian. Aber ich meine, das an sich ist ja schon echt verdammt cool. Ja, es hilft einem auf jeden Fall bei der Fortbewegung und ist halt eben echt sehr, sehr cool mit dem Obsidian. Wo man halt nur darauf aufpassen muss, ist, wenn man hier sich so einen kleinen See angebaut hat oder so. Ups. So einen
Wasserbecken, dass man halt nicht unbedingt das einfriert, weil ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe nicht darauf geachtet, ob das wirklich zu Eisblöcken wird oder ob das nur diese Eisplatten sind. Weil die Eisplatten könnte man ja theoretisch dann wieder kaputt machen, aber bei Eisblöcken wird das dann ein bisschen aufwendiger. Ich meine, es ist nur Wasser, aber trotzdem. Ja, das wollte ich euch mal kurz zeigen, wie man diese Sachen eben baut und wie das dann aussieht im Endeffekt. Ja, das sind eben so die kleinen Sachen. Und jetzt kann man dann mit seinem kleinen Besen und seinen Hexenklamotten durch die Gegend fliegen und Hexensachen tun. Das sind dann auch die Sachen, die ich wahrscheinlich dann beim nächsten Mal zeigen werde. Ich nehme mal an, wir werden unser größtes Ritual vollziehen bis jetzt und uns einen kleinen Dämon beschwören und versuchen, mit dem zu handeln. Und versuchen dabei nicht drauf zu gehen. Aber ja, das ist, glaube ich, so das, was wir dann das nächste Mal machen werden. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim durch die Welt laufen und Sachen zu Eis und Obsidian verwandeln. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss!